sitze aufrecht für die Meditation. Der Rücken möglichst gerade, Schultern entspannt, Gesichtszüge entspannt. Der Körper fest, aber bequem. Wir wollen heute Abend meditieren mit der Technik Ausdehnungsmeditation. Spüre hierfür zunächst nochmal ganz bewusst deinen Körper und beobachte eine Weile das natürliche Fließen deines Atems, um so zur Ruhe zu kommen. Spüre, wie der Atem ganz von alleine ein- und ausströmt. Beobachte, wie sich dein Körper mit jedem Einatmen etwas ausdehnt und dann mit jedem Ausatmen wieder etwas einsinkt. Kommst du durch die Beobachtung des Atems zur Ruhe. Dann spüre zunächst alle nach vorne zeigenden Teile deines Körpers. Spüre die Knie und Beine, Bauch und Brustkorb, die Teile der Arme, die nach vorne zeigen, und die Hände, Hals, Gesicht und Stirn. Spüre alle Körperteile, die nach vorne zeigen, gleichzeitig und spüre, wie du dich nach vorne hin auszudehnen scheinst. Als nächstes spüre alle nach rechts zeigenden Teile deines Körpers. Spüre das rechte Bein und das rechte Knie, die rechte Hüfte, die rechte Seite des Oberkörpers, den rechten Arm und die rechte Schulter. Die rechte Hälfte deines Kopfes, insbesondere Schläfe, Ohr und Wange. Spüre alle nach rechts zeigenden Teile deines Körpers gleichzeitig und nimm wahr, wie du dich zur rechten Seite hin auszudehnen scheinst. Erspüre den Raum rechts von dir. Als nächstes spüre alle nach hinten zeigenden Teile deines Körpers. Spüre Gesäß und Hüfte, unterer Rücken, oberer Rücken, Schulterblätter, die Rückseite der Oberarme, Nacken und Hinterkopf.
Spüre alle nach hinten zeigenden Teile deines Körpers gleichzeitig und versuche deine Wahrnehmung nach hinten hin auszudehnen. Spüre den Raum hinter dir. Als nächstes spüre alle nach links zeigenden Teile deines Körpers. Das linke Bein und das linke Knie, die linke Hüfte, den linken Oberkörper, den linken Arm, die Hand und die Schulter. Die linke Hälfte deines Kopfes, insbesondere Schläfe, Ohr und Wange. Dann spüre alle nach links zeigenden Teile deines Körpers gleichzeitig und spüre, wie sich dein Kraftfeld zur linken Seite hin auszudehnen scheint. Erspüre den Raum links von dir. Als nächstes spüre alle nach unten zeigen. Teile deines Körpers. Spüre die nach unten zeigende Seite deiner Beine und Füße, die Auflageflächen deines Körpers auf dem Boden. Spüre die Unterseite des Gesäßes, die Unterseite deiner Arme und ihre Auflageflächen. Und die Unterseite deines Kopfes. Spüre alle nach unten zeigenden Teile deines Körpers gleichzeitig und dehne deine Wahrnehmung nach unten hin aus. Spüre, wie sich dein Kraftfeld nach unten hin ausdehnt. Als nächstes spüre alle nach oben zeigenden Teile deines Körpers, die Oberseite deiner Beine, die Oberseite deiner Arme und der Schultern und dein Schädeldach. Spüre alle nach oben zeigenden Teile deines Körpers gleichzeitig. Spüre die Leichtigkeit und dehne dich nach oben hin aus. Dehne deine Wahrnehmung in dein Kraftfeld nach oben hin aus. Spüre den Raum oberhalb. Spüre deinen physischen Körper als Ganzes und spüre, wie sich
kannst mit jedem Einatmen deine innere Mitte erspüren und mit jedem Ausatmen die Energie von hier in alle Richtungen ausstrahlen lassen. Einatmend spüre deine innere Mitte. Ausatmend lasse die Energie in alle Richtungen ausstrahlen. Dies auch mit deinem Mantra verbinden. Einem Mantra wie zum Beispiel Om oder Om Namah Shivaya. Du kannst dann während dem Rest der Meditation diese Technik noch einmal von Anfang an üben oder zu deiner eigenen Technik kommen für den Rest der Meditation in Stille.
Oh.
Thema Glück. Der Mensch möchte glücklich sein. Er scheut den Schmerz. Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, um aus den Sinnesobjekten das Glück zu erlangen, das er sich wünscht, und wehe, er verwickelt sich in den unwirrbaren Maschen von Maya. Armer Mensch. Er weiß nicht, dass diese Dinge vergänglich sind und dahinschwinden, dass sie begrenzt sind durch Raum, Zeit und Ursächlichkeit bedingt. Und noch dazu erfährt er nicht das gewünschte Glück aus ihnen. Sinnesvergnügen ist frustrierend. Die Verzauberung hält so lange an, wie der Mensch die Dinge nicht besitzt. Sobald er sie besitzt, verfliegt der Zauber. Er stellt fest, dass er gefesselt ist. Der Junggeselle denkt Tag und Nacht an Heirat. Nachdem er geheiratet hat, fühlt er sich gefangen. Er kann die ausgefallenen Wünsche seiner Frau nicht zufriedenstellen. Er möchte von zu Hause weg und in den Wald laufen. Der reiche, aber kinderlose Mann denkt, er wird glücklicher sein, wenn er einen Sohn hat. Er denkt Tag und Nacht daran, einen Sohn zu bekommen. Macht Pilgerreisen nach Rameshwaram und Kashi und führt religiöse Riten aus. Wenn er aber ein Kind hat, ist er unglücklich. Das Kind hat zum Beispiel epileptische Anfälle und er gibt all sein Geld für Ärzte aus. Auch dann gibt es keine Heilung. Das ist das Ränkespiel der Maya. Die ganze Welt ist durchsetzt mit Versuchen. Und so heißt es eben, finden wir das Glück nicht in dieser materiellen Welt, denn immer wenn wir etwas erlangt haben, wonach wir lange gestrebt haben, verfliegt sich schnell wieder das Glück, was wir darin gesucht haben. Und so sagt Swami Sivananda, so lehrt es das Yoga, finden wir das Glück nur in unserem Inneren, beziehungsweise auch nicht nur in unserem Inneren, denn wenn wir nach innen schauen, was finden wir dort? Die Organe, die Knochen, ja? Sondern irgendwas dazwischen, zwischen dem Äußeren und dem Inneren. Da ist eine Dimension, die wir kennenlernen oder die wir erfahren können durch Meditation, durch ein bewusstes Leben, entfaltet sich nach und nach eine neue Wirklichkeit, die eben jenseits von dem ist, was wir mit unseren fünf Sinnen erfahren können. Und genau dort können wir auch das Glück finden. Wir fahren fort mit den Heil- und Segensmantras unter der Nummer 800 im Kirtan. Yes.
Geist anzusprechen. Satguru Shivananda Maharaj ki Om Shri Vishnu Devananda Maharaj ki Om Salva Santana ki. Dann stehen wir auf zum Abendmahl.